Woraufhin pünktlich anfangen um 14:20 Uhr. Genau, hier steht ja, der Countdown läuft hier und beginnt in 29, 28. Yeah. Gut, dann mache ich die erste Folie und stelle uns kurz vor und Ja. du übergib dann an dich. Okay. Wir können anfangen, oder? Sind Es kann alle losgehen. da? Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen im Namen des Fraunhofer IDMT, zusammen mit meinem Kollegen Jan Wellmann. Begrüße ich Sie ganz herzlich in unserer Runde zum Thema Chatbots im Kundenkontakt, Spracherkennung für den Mittelstand. Wir sind Partner als Fraunhofer IDMT im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen und decken den Bereich digitales Produkt und Beratung von dem Mittelständler zusammen mit dem Fraunhofer IDD als Forschungspartner ab. Und einer unserer Schwerpunkte, neben einigen anderen, ist eben die Spracherkennung, die automatische Spracherkennung. Dazu zählt dann auch die Sprachdokumentation und Sprachsteuerung. Das machen wir eben auch mit Unternehmen. Und der Kern unseres Vortrages oder unserer kleinen Session heute hier ist, Ihnen praktische Beispiele unserer Tätigkeit zu geben, um für Sie deutlich zu machen, inwiefern auch der Einsatz von Spracherkennung gegebenenfalls für Sie interessant ist. Unsere Forschungsthemen allgemein sind. Ah. Sorry, Entschuldigung. ich habe gar nicht gesehen, dass du umgeschwitzt hattest. Die akustische Ereigniserkennung, zum Beispiel das Erkennen von Tieren oder von Signalen, die gefährlich werden könnten, überhaupt das Monitoring von Ereignissen, und wir fassen die dann in Szenarien zusammen. Die werden wir dann zusammen mit der Audiosignalverbesserung verbessern, also die Verbesserung von Audiosignalen, die wir dann auswerten. Wir haben das Thema persönliche Hörsysteme bei uns am Institut, also besser hören durch den Einsatz von Technologie für Schwerhörende, aber eben auch für jeden anderen, beispielsweise im Consumer-Bereich. Und wir haben das Thema mobile Neurotechnologien. Und alles, was jetzt mit automatischer Spracherkennung und mit Audiosystemtechnik zu tun hat, das stellt Ihnen mein Kollege Jan Wellmann vor. Sehr gerne. Also vielleicht noch ein Bild zu Christian. Das ist sozusagen unser Ansprechpartner im Kontext Mittelstand 4.0. Ist quasi so der Netzwerkansprechpartner. Ich bin eher der fachliche Ansprechpartner. Ich betreue hier mit meinem Team im Wesentlichen zwei Themen am IDMT in Oldenburg. Vielleicht noch ganz kurz, weil die Frage gerade im Chat kam. Wir sind ein Institutsteil des Fraunhofer IDMT aus Ilmenau. Also wir haben sozusagen zwei Standorte, einen hier und einen in Ilmenau. In Ilmenau, die machen mehr Medien, wir machen mehr Sprache, Hören und alles, was so drumherum ist. Und ja, meine Aufgaben sind konkret automatische Spracherkennung. Das heißt eigentlich Sprache rein, Text raus. Für unterschiedlichste Anwendungen, für die Steuerung von irgendwelchen Industriesystemen, für die Dokumentation von gesprochenen Worten, für die Dokumentation von Telefongesprächen, für das Finden von bestimmten Schlüsselwörtern in Texten oder auch für Hilferuferkennung. Also kurz überall da, wo man in gesprochener Sprache bestimmte Texte oder Text erkennen möchte. Und damit das gut funktioniert und damit das gerade auch im realen Kontext, also im industriellen Kontext, gut funktioniert, müssen wir das Ganze in Hardware bauen. Also wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass wir wissen, wie machen wir eigentlich aus Sprache Text, sondern wir müssen halt auch wissen, wie fangen wir diesen Text am besten ein. Also was brauchen wir für Mikrofone, was brauchen wir für eingebettete Systeme, für Prozessoren, für Server, um Sprache zu erkennen. Dann natürlich, wie haben wir sozusagen, was für Interaktionskonzepte haben wir, wie geben wir Sprache aus? Und letztendlich muss das Ganze auch noch zusammengebaut werden und getestet werden. Und das sind so Sachen, die machen wir bei uns. Also wir versuchen quasi den gesamten Bereich von der
vom Mikrofon sozusagen, von der Aufnahme bis hin zum Text, der Sprachausgabe und dem ganzen Texting, was dazu gehört, hier bei uns abzudecken. Und ich würde ganz gerne einfach mal einige Projekte vorstellen oder einige Anwendungsfelder vorstellen, in denen wir im Moment gerade aktiv sind. Und der erste Anwendungsfall ist tatsächlich ein sehr industrieller Anwendungsfall. Da geht es darum, Sprachdokumentation in einem Workshop, also in der Triebwerkswartung jetzt in dem Fall zu machen. Die Herausforderung, wenn man Flugzeugturbinen oder wenn man Triebwerke wartet, ist, jedes Teil hat eine Seriennummer. Und wenn das zu Wartungszwecken zerlegt wird, dieses Triebwerk, dann muss jede einzelne Seriennummer erfasst werden und es muss entschieden werden oder dokumentiert werden, was mit diesem Teil passieren muss. Zum Beispiel ersetzen oder aufbereiten oder einfach nur weglagern und nachher wieder dran bauen. Und diese Seriennummern, die müssen halt vorgelesen werden und durch Spracherkennung ist der Werker in der Lage, das Ganze, während er das Teil quasi abbaut, kann er mit beiden Händen schauen, kann er gucken, wo ist die Seriennummer und kann das Ganze dann weggeben, weiter tun, was auch immer und gleichzeitig dabei dokumentieren. Das spart man sich sozusagen. Bislang haben die das so gemacht, dass es händisch aufgeschrieben worden ist und dann sind die zum Terminal gegangen und haben das dann in den Computer eingegeben. Ein anderer Bereich, der wo Spracherkennung und auch Sprachausgabe im Moment sehr erfolgreich auch eingesetzt wird, ist der ganze Bereich Logistik und Pick and Place, also wo man halt per Sprachanweisung sagen kann, okay, bitte holen Sie den und den Artikel aus dem Fach. Das System stellt dann quasi, der Operator sagt dann, ich habe drei Artikel so und so, so und so, zum Teil auch Chargennummer so und so oder Seriennummer so und so aus dem Regal genommen und kriegt dann vom System die Bestätigung, okay, nächster Artikel oder bitte prüfen Sie die Anzahl, wenn es dann halt drei sein sollen und nicht zwei oder so. Also, dass man halt quasi sozusagen eine Qualitätssicherung on the fly beim Pick and Place macht. Das waren jetzt quasi sozusagen zwei sehr sehr industrielle Anwendungen, also zwei Anwendungen, wo wir Spracherkennung wirklich in sehr lauter Umgebung benutzen. Wir können auch Spracherkennung zu Hause. Wir haben ein Projekt mit einer Firma aus der Schweiz, also der Partner ist Karoo. Die haben ein Gerät gebaut, was im Prinzip so eine Art intelligenter Hausnotruf ist, wo von uns nur ganz wenig Spracherkennung drin ist. Die erkennt nämlich nur Hilfe und Hallo Karoo. Mit Hallo Karoo weckt man das Gerät auf und die Hilferuferkennung ist dafür da, dass wenn jemand gestürzt ist, wenn jemand es nicht mehr schafft, zum Telefon zu gehen oder irgendwie anders einen Notruf auszulösen, dann kann er halt über das Karoo-Gerät Hilfe alarmieren. Und ja, also das ist ein Gerät, was in der Schweiz entwickelt worden ist und das ist auch kommerziell verfügbar. Also das könnte man sich sogar nach Deutschland auch bestellen. Dann haben wir ein Projekt, wo wir Spracherkennung im Gastronomiebereich anbieten. Wir haben mit der Firma DivVoice aus Aachen ein Gerät entwickelt, das ist die Ordivia, mit der Kunden einfach direkt am Tisch sozusagen einfach ins Gerät sagen können, nochmal bitte eine Pommes und eine Cola. Und dadurch sind sie halt schneller als jeder Kellner und können quasi sozusagen zusätzlich schnell einfach mal Sachen nachbestellen, wenn sie nicht auf den Kellner warten wollen. Und die Bestellungen laufen dann auf so einem Handheld-Computer, auf so einem kleinen Tablet, laufen die dann beim Kunden auf. Ich habe gerade aus Versehen einen Use Case überklickt, und zwar den Use Case, den wir tatsächlich auch mit unserem Partner Just at AI aus Bremen, die auch Bestandteil hier des Mittelstand 4.0 Programms sind, durchführen, und zwar Spracherkennung in Callcentern. Da wird unsere Spracherkennung benutzt, um bestimmte Anfragen, die per Telefon reinkommen, abzuarbeiten, und zwar sozusagen im jetzt
also da gibt es eigentlich so zwei Szenarien, die man im Callcenter ganz gut oder wo man ganz gerne Spracherkennung hat. Einmal zur Vorauswahl der Gesprächsthemen, dass man das auch dann wirklich sozusagen First-Level-mäßig gleich direkt den richtigen Ansprechpartnern zuordnen kann. Also handelt es sich um eine Frage zu Ihrem Gastarif oder zu Ihrem Stromproblemversuch oder haben Sie Probleme mit Telekommunikation? Also einmal halt so die Aufteilung und zum anderen können wir halt über intelligente Chatbots auch so eine Art Feierabend-Callcenter anbieten. Das heißt, in dem Augenblick, wo keine echten Operator mehr verfügbar sind oder keine oder nicht genügend, also zu Stoßzeiten, können dann die Fälle sozusagen systematisch aufgenommen werden. Das letzte Beispiel, was ich nennen möchte, ist ein Beispiel, was wir zusammen mit der Staatskanzlei der Hansestadt Hamburg umsetzen und noch einem weiteren Fraunhofer-Institut, die sich in dem Fall um die Chatbot-Integration kümmern. Und zwar ist das das Projekt Kinderleicht zum Kindergeld. Da geht es darum, dass Eltern schon in der Klinik, also das gehört mit als Bestandteil der Digitalstrategie der Stadt Hamburg, quasi digital eine Geburtsanzeige einreichen können, dass sie digital Kindergeld beantragen können. Und das ist halt ein Bestandteil eines ganzen Straußes von Maßnahmen, wo letztendlich, und also die ersten Maßnahmen davon funktionieren in Hamburg auch schon, die sozusagen alle Daten sammeln und dann an die jeweiligen Institutionen, an die jeweiligen Ämter verteilen und das läuft dann alles automatisch. Also das wäre es für mich sozusagen an Projekten, die ich vorstellen möchte. Ich würde ganz gerne, wir haben zwei Fragen im Chat, also da würde ich ganz kurz drauf eingehen. Da Herr Haverland fragt, welche Mikrofone nutzen wir für die Spracherkennung? Das ist tatsächlich immer ganz unterschiedlich und sehr applikationsspezifisch. Wenn es sehr laut ist, gerne so wie jetzt auch bei mir, Headsets. Wir haben ambiente Mikrofone, wir haben Mikrofon-Arrays, die wir verbauen können. Das hängt wirklich immer vom Anwendungsszenario ab und was so an Störgeräuschen und so weiter zu erwarten ist. Dann gibt's noch eine Frage, welche Datenbank benutzen wir? Gibt es eine deutsche Datenbank und was ist mit Mozilla DeepSpeech? Wir benutzen nicht Mozilla DeepSpeech, wir haben eine eigene Spracherkennungsengine, die wir auch selber trainieren. Wir haben eine es gibt deutsche Sprachdatenbanken, wir haben welche gekauft und haben aber mittlerweile auch einen sehr großen Schatz an eigenen Audioaufnahmen angesammelt, mit denen wir unsere Spracherkennung robust trainiert haben, wo viele alte Sprecher dabei sind, wo viele Industriegeräusche zur Augmentierung im Hintergrund zur bereitstehen. Also wir haben einige Terabyte an Audiodaten mittlerweile gesammelt für das Training und das ist eine sehr technische Frage. Wir entwickeln in C, also unsere Decoder sind in C geschrieben. Das Framework, was wir drumherum haben, um das Ganze userspezifisch anzupassen, ist Python in der Regel. Gibt es auch Beispiele aus dem Handel? Also wir haben im Bereich Handel haben wir tatsächlich sind wir halt im Bereich Logistik unterwegs und wir sind mal angefragt worden im Bereich sozusagen als Eyecatcher so ein Use Case zu machen, aber da haben wir jetzt nichts, was sozusagen wirklich gerade im Feld ist, aber da kann man sich bestimmt was vorstellen. Frage nach der Zuverlässigkeit und nach der Fehlerquote. Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie getestet wird. Also letztendlich kann man jede Spracherkennung in jeder Umgebung schön testen. Was wir gemerkt haben, sind, wenn wir uns gegen die großen Spracherkenner, gegen Amazon, gegen Google testen, dann sind wir ungefähr genauso gut, was die Fehlerquote anbelangt. In unseren speziellen Use Cases, also zum Beispiel jetzt im Bereich Fertigung, da sind wir durch unsere angepassten Wortschätze in der Lage, sowas wie Fachwörter wie eutektische Lunker und so weiter
zu erkennen. Das sind Wörter, die kennt Google nicht. Also da sind wir dann sogar ein bisschen besser. Wenn es zu laut wird oder wenn die Leute einen extrem starken Dialekt haben, dann geht die Erkennungsrate natürlich runter. Dann ist noch mal eine weitere Frage. Können diese Datenbanken für andere Kompetenzen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Am besten einfach nochmal, also können die Datenbanken für andere Kompetenzzentren und für andere Erkenner genutzt werden? Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Datenbanken haben wir in der Regel auch lizenziert und können sie nicht ohne weiteres unterlizenzieren, beziehungsweise wir haben zum Teil wegen DSGVO, und das sind ja Sprachaufnahmen, relativ strikte Richtlinien davon, was wir teilen können und was nicht. Am besten einfach nochmal per E-Mail anfragen. Ich habe jetzt noch ich bin schon überfällig. Mhm. Also bei Fragen sehr gerne eine E-Mail an, ich klicke mich einfach nochmal hier, da, an jan.wellmund oder an wln@idmt.fraunhofer.de. Ich denke, ich bin auch über das Portal hier ganz gut zu erreichen und ansonsten möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, für mehr Interesse im Bereich Spracherkennung und Audiotechnologie und das, was wir hier mit Just at AI in Bremen machen, es gibt einen Think Reactor Podcast, wo ich eingeladen war und wo wir über genau diese Themen reden. Also einfach mal bei YouTube nach Think Reactor und Jan Wellmann suchen, da findet man das Video. Ja, das wär's für mich. Ich weiß nicht, Christian, möchtest du noch Tschüss sagen? Ich sag Tschüss. Nee, tschüss. Danke. An Jan und danke überhaupt auch an die ganzen Teilnehmer. Hat uns gefreut, dass Sie so zahlreich dabei waren. Und im Nachgang können wir gerne noch alle weiteren Fragen klären und kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Interesse daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Vielen Dank und viel Vergnügen noch bei der Konferenz. Ja, danke. Tschüss. Ciao.